Ja, hallihallo, meine lieben Freunde der gefleckten Tagesunterhaltung. Wir sind wahrscheinlich schon sie drin. Und, wir haben keinen Sound. Und wir sind, mega auf der Flucht. So, nachdem du dich erfolgreich verteidigt hast, erleidest du eine Panikattacke. In diesem Zustand verschwimmt deine Sicht. Und wenn du von einem anderen Dorfbewohner angegriffen wirst, bedeutet das den sicheren Tod. Um dich von diesem Zustand zu erholen, musst du einen Beruhigungstrank finden. Der da übrigens steht. Alter. Also, war jetzt nicht so erschreckend wie zu erwarten. Weil irgendwie war es vorhersehbar. Irgendwas musste ja passieren. Oh Gott. Mit der ins Gesicht, genau. Sehr gut. Have to get out of here quickly. Alter, in seine Adern. Okay, gibt's da noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Vielleicht gibt's einen Amboss und Kugel. Aha, aha. Hier eine Axt. Eine Axt wäre eigentlich ziemlich nice. Was haben wir da eigentlich die ganze Zeit in der Hand? Voila Krise, voila Krise. Ja, okay, okay, lauf. Ich würde sagen, wir gehen da lang.
Why is it chasing me? Boah, uff. Ich würde da eigentlich gerne mal hin, aber da gibt es zwei Dorfbewohner. Und ich glaube, die sind auch nicht unbedingt nett zu mir. Oh, stimmt. Links unten ist ja ein Zeichen, wie laut wir sind. Denn seine Quantenjunge. Wow. Was mich interessieren würde, wenn wir so haben, sehen die uns da? Weil im Endeffekt, so würde ich vielleicht noch mitgehen, sehen die uns nicht, aber so muss man uns doch sehen. Theoretisch. Ich habe ein Tagebuch voller Blut bei der verlassenen Mine gefunden. Haben wir komischerweise, glaube ich, nicht gefunden. Ne? Das meiste darin war nicht mehr lesbar. Ich konnte noch etwas über geheime Treffen um Mitternacht und ein Ritual beim Friedhof entziffern. Den Dorfbewohnern scheint das egal zu sein. Es verschwinden immer mehr Menschen, aber allen scheint es egal zu sein. Seltsamerweise verschwinden nur Flüchtlinge. Ich finde, wir Geflüchteten sollten dieses verdammte Dorf verlassen. So, nicht verhalten. Blö. Hier finden wir keinen Schutz. Sie können sich nennen, wie sie wollen. Für mich sind sie Teufelsanbeter. Letzte Nacht habe ich gesehen, wie sich Mr. Smith mit einem Dorfbewohner um Mitternacht am Friedhof traf. Ich konnte es nicht riskieren, ihn bis zu den Katakomben zu folgen. Also habe ich mich draußen versteckt und sie beobachtet. Ein Mann hat vor Schmerzen geschrien, er hat etwas geweint und um Gnade gefleht. Ha! Geht das hier noch weiter? Ah. Okay. Bei Gott, ich schwöre, dass das die Stimme von Jack Norman war. Erst sein Bruder John und nun er. Als er ohne ein Wort verschwunden ist, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Was auch immer vor sich geht, es hängt alles mit den Smiths zusammen. Sie leiten einen geheimen, finsteren Kult in Walkerfield. Weiß etwa das ganze Dorf davon? Okay, ja gut, Kult. Und, Rituale. Gottes Willen. Mission.
Ja. Uts. Uts. Also im Endeffekt verstecken muss man sich. Ach, da hätte man sich verstecken können. Ui. Okay. Kinder. Okay. Hallo? Ew. Ja gut, okay, doch, verstecken ist, glaube ich, besser, weil sonst haben wir jedes Mal diesen Geisteszustand und das ist ziemlich bad. Ich habe eine Menge Blut für den Kult vergossen. Ich war ein freigebiges Mitglied dieser Gemeinschaft. Mein Glaube war unerschütterlich. Aber warum will ich nicht, dass mein kleines Mädchen Teil davon ist? Sie wird bald eine Frau werden. Und statt glücklich zu sein, habe ich Angst. Angst davor, dass sie etwas über den Kult herausfindet. Wie kann ich etwas rechtfertigen, an dem ich selbst nicht mehr teilhaben will? Ich frage mich immer wieder, ob es richtig ist, von einem Neuanfang zu träumen. Weit weg von Wakefield. Ohne jegliche Verpflichtung gegenüber dem Kult. Ich habe beschlossen, das Dorf heute Abend mit meiner Tochter zu verlassen. Es tut mir leid, Susan. Wir hatten gemeinsam ein gutes Leben. Es ist nicht so, dass ich dich nicht liebe. Aber wenn ich dich mitnehme, werden sie uns noch schneller finden. In Liebe, Morris. Kann das sein, dass wir eventuell dieser Morris sind? Weil wir sind ja mit unserer Tochter abgehauen und komischerweise sind wir jetzt wieder da. Moin! Wenn du auf eine Falle trittst, macht sie. Diese Geräusche locken sofort Dorfbewohner in der Nähe an. Ah ja! Die Spastis haben ja im Endeffekt Fallen für. Ich denke mal hier, oder? Na hier, das da sieht. Das wird da. Hä? Wo müssen wir hin? Sind da und auch da rein. Ist hier irgendwas, wo man sich verstecken kann? Uff, Also theoretisch kann man sich gegen die wehren, aber ist irgendwie trotzdem, wenn die einen dann das zweite Mal kriegen, komplett broken.
Okay, können wir wieder normal laufen? Es ist irgendwie immer nur, wenn wir links unten in der Ecke dieses Zeichen haben, müssen wir vorsichtig sein. Ansonsten können wir hier durchwandern, wie wir wollen. Voila, ist das laut, kann das sein? Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist halt auch krass zu laut. Ist halt auch alles echt weit niedrig. Das, noch ein Stück. Was will denn der schon wieder? Hat mir nichts getan? Als ob der Dulli keine Türen ein spezieller Gegner. Hier haben wir sogar eine Waffe, mit der wir uns dann eventuell wehren könnten. Oh, schön, schön, schön. Da kommt doch gleich mal ein bisschen Action auf. Und als ob in dieser Hütte hier keiner drin ist, der uns irgendwie. Ich wollte gerade sagen, irgendeine Tür muss offen sein. Der Mechanismus deaktiviert. Ah, das sieht schon wieder so richtig nach viel Blut aus und Rätsel. Ich hasse Rätsel. Können wir die von innen? Natürlich können wir die von innen nicht aufschließen. Jetzt müsste der Feuertyp hier einfach das, durch das Fenster greifen. Schade. Bin ich geil, bin ich early? Das hätte ich jetzt einfach nur mega krass gefeiert. Türschlüssel. Okay. Dem Gehstock fehlt ein Teil. Ach, hier unserem Gehstock wahrscheinlich, ne? Say it with a loud voice. Worthy is the lamb that was slain to receive power. It's the crazy preacher. Wisdom and strength and honor and glory and blessing. Say it. Say it. What? Alright, alright, man. Worthy is the lamb that was slain to receive power, strength and honor, riches and glory, and strength go through and this honor, door, son. Go. What? I said go. Alright, I'll go.
Alter, du weißt schon, dass hier Blut liegt? Shit! Shit! Jo, klar. Ja, vor allem hoch kommst du nicht, da ist der Typ. Oder er war. Where am I? Sind wir nicht schon wieder dort, wo wir angefangen haben? Ja, wo die ganzen Leute hängen und so? Geil. Ja, natürlich, irgendwie können wir das klar. Okay, gut. Na, dann wird das definitiv für uns hier ein Zeichen dafür sein, dass wir erstmal hier einen Cut machen. Ich danke auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen und mal schauen, ob ich mal wieder ein bisschen mehr auf YouTube machen kann und jetzt auch allgemein mal wieder ein bisschen mehr auf Twitch streame. Waren ein paar heiße 2 Monate, wo einfach mal gar nichts passiert ist. Wir gucken mal, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen, und wenn nicht, dann ist es auch noch so. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.